Servus Leute, immer noch bei LG auf der Pressekonferenz im Anschluss. Und zwar sehen wir jetzt hier ein OLED-TV in 55 Zoll, ohne Curved, ohne 4K. Dennoch hohe Bildqualität und mit dem neuen Blattstandfuß. Wir gehen mal ran und zeigen den. Der fügt sich sehr gut ins Slim-Design ein. Es ist sogar leicht curved. Dann korrigiere ich mich. I stand corrected. Es ist leicht gebogen. Trotzdem, Full-HD-Auflösung ist nicht ganz, natürlich nicht ganz so scharf wie die 4K-Auflösung. Sieht aber schnick aus. Einmal von der Seite vielleicht zeigen, wie dünn der Fernseher ist. Das ist auf jeden Fall wieder so fingerdick, würde ich sagen. Ja, wenn überhaupt. Wenn man dicke Finger hat, dann sogar weniger. Ja, schaut euch das an. Das ist sehr dünn. Das macht auf jeden Fall einiges her im Wohnzimmer. Wir zeigen mal im Vergleich dazu das 55 Zoll Modell aus der Vorserie mit dem Crystal Clear Standfuß. Der sieht auch schick aus, aber ich muss sagen, sieht nicht so edel aus wie der Blattstandfuß, oder Byron? Ja, der neue Standfuß macht auf jeden Fall was her. Ich glaube, der alte hat den Vorteil, wie Steffen auch schon in einigen Videos sagte, dass er, gerade wenn man im Dunkeln sitzt und ein dunkles Bild hat, dass es dann einfach so aussieht, als wenn der Fernseher schweben würde. Das hat man bei dem neuen jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so. Aber rein optisch, so im hellen Licht, sieht der neue Blattstandfuß in Klammern schon ziemlich cool aus. Ja. Das stimmt, und ich muss auch sagen, der sieht ein bisschen stabiler aus. Steffen, deine Meinung, Blattstandfuß oder Crystal Clear, was würdest du präferieren? Na, für mich ist dieser Crystal Clear immer noch wirklich ein schickes Teil, obwohl der Blattstandfuß auch ziemlich schön aussieht. Ja, zum Bild vielleicht. Wer sich jetzt vielleicht in nächster Zukunft ein OLED-TV kaufen möchte, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, kauft euch direkt ein 4K OLED-TV, weil man sieht einfach den Unterschied sehr extrem, wenn man mal ein OLED mit dem 4K OLED vergleicht. Und wieder hier eine Frage des Geschmacks. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, auf mehrere Standfüße zuzugreifen, beziehungsweise den so zu ordern. Und braucht euch eigentlich bei anderen Herstellern theoretisch gar nicht umschauen. Das stimmt. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, was euch besser gefällt, welchen Standfuß ihr euch holen würdet. Lasst einen Daumen nach oben für das Video da. Abonniert den Kanal, bleibt hochauflösend, Let's Play und ciao.